für dich ist es jetzt tatsächlich nach langer Wartenszeit das erste Spiel im Dress des FC St. Pauli bei deinem Ex-Club. Wie sieht's mit der Vorfreude aus? Das stimmt. Letzte Saison war ich ja leider auf der Tribüne nach der Kreuzbandverletzung. Klar freue ich mich riesig, weil ich habe eine sehr, sehr schöne Zeit in Paderborn gehabt. Da noch sehr viele Freunde und weiß gar nicht, wer Montagabend da oder heute Abend noch alles zu Besuch kommen möchte ins Hotel. Auch noch einige in der Mannschaft, mit denen ich zusammengespielt habe, mit denen ich nach wie vor sehr gut befreundet bin. Und von daher ist es sicherlich ein sehr besonderes Spiel für mich. Und ich will es natürlich mit allen Mitteln gewinnen, das ist gar keine Frage. Musstest du ein paar Karten besorgen? Ja, musste ich, aber nicht so viel, wie ich dachte, oder nicht so extrem, weil die ganzen Paderborner natürlich über ihre Jungs dann noch die Karten bekommen. Das wäre natürlich was anderes geworden, wenn wir jetzt zu Hause spielen würden gegen sie, ne? Aber ja, zwei, drei Karten habe ich schon besorgt. Jetzt war das Beste, sind sich viele einig, am letzten Auftritt, dass es einen Punkt gab am Ende. Viel Zeit, was zu verändern, hatte die auch nicht. Worauf setzt ihr jetzt, dass es besser wird? Ja, wenn man Samstag, Dienstag spielt, ist wirklich keine Zeit für intensive Trainingseinheiten oder zu viel Arbeit auf dem Platz. Da geht es eher darum, dass man sich schnell regeneriert. Zumal wir ja nicht nur das Dienstagspiel haben, sondern dann auch Freitag gegen Fürth das nächste Knallerspiel. Deswegen geht es nur darum, Kräfte zu sammeln, wieder den Akku aufzuladen, um dann morgen Abend Vollgas geben zu können. Ich denke, dass wir wissen, dass wir es auswärts die Saison einfach besser machen als zu Hause. Ich hoffe, dass wir das auch dieses Mal wieder umsetzen können, wie in Düsseldorf, ähnlich gut ins Spiel kommen, gut Fußball spielen. Und dann haben wir da auch Möglichkeiten. Mein Paderborn ist die beste Heimmannschaft. Sie machen es diese Saison auch einfach gut und stehen zu Recht da oben. Gerade nach vorne sind sie sehr, sehr gefährlich. Aber andersrum haben sie in der Defensive auch ihre Schwierigkeiten, wenn wir über das schnelle Umschaltspiel kommen. Und das wollen wir natürlich ausnutzen.